Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Faktenvideo. Mein Name ist Mark Hoxsey und das hier ist CGB Spender, auch bekannt als der Krebskandidat aus Akte X oder mit seinem bürgerlichen Namen William Bruce Davis. Mein absoluter Favorit, eine sehr charismatische Person, sowohl im Privatleben als auch im Film. Und hier steht dran, Felix, lies einmal bitte vor. Trust no one. Das heißt so viel wie traue keinem. Stimmt das? Mhm. Ja. Genau. Alles gut so. Und ja, ich fieber für diesen Mann und deswegen labern wir hier nicht lang rum und beginnen jetzt mit 14 unschlagbare Fakten über den Krebskandidaten plus Steckbrief. Los geht's. Sein Steckbrief sieht wie folgt aus. Also, sein Steckbrief. Sein bürgerlicher Name ist CGB Spender. Der Geburtsort ist unbekannt. Das Geburtsdatum liegt zwischen 1930 und 1935. Die Eltern sind unbekannt. Geschwister unbekannt. Beziehung Ex-Frau Cassandra Spender. Die Kinder Jeffrey Spender und Fox Mulder. Seine Zugehörigkeit ist das FBI. Fakt Nummer 1. Der Krebskandidat, auch Raucher genannt, heißt im Original Cigarette Smoking Man und ist eines der einflussreichsten Mitglieder des Konsortiums, der für die Ausführung der verschiedenen Operationen zuständig ist. Fakt Nummer 2. Seine Operationen beinhalten das Verschwindenlassen von Beweisen und Spuren, ebenso wie das Töten von Zeugen. Fakt Nummer 3. Der Raucher hat Zugriff auf die Daten des FBI und des Pentagons, welche unter höchster Geheimhaltungsstufe verschlossen sind. Fakt Nummer 4. CGB wurde vom Konsortium angeheuert, JFK, also John F. Kennedy, und kurz danach Martin Luther King zu ermorden. Fakt Nummer 5. CGB Spender arbeitete an einem Impfstoff gegen das außerirdische Virus, den schwarzen Krebs. Fakt Nummer 6. In den 1990er war er ein Freund von Fox' Vater, Bill Mulder. Fakt Nummer 7. Wann immer der Raucher pafft, handelt es sich nicht um richtige Zigaretten. William Bruce Davis hatte nämlich schon vor den X-Files-Dreharbeiten aufgehört zu rauchen. Was er sich da reinzieht, sind Kräuterzigaretten. Fakt Nummer 8. Auf dem Feuerzeug des Krebskandidaten, oder auch CGB Spender genannt, ist der Schriftzug Trust No One eingraviert. Was so viel bedeutet wie traue niemandem. Fakt Nummer 9. Der Raucher ist neben Mulder und Scully der einzige Charakter, der sowohl im Serienpilot als auch im Finale erscheint. Fakt Nummer 10. In 3 Episoden wird CGB Spender jedoch als junger Mann gezeigt. Dargestellt wurde er von Craig Rorentine und Chris Owens. Fakt Nummer 11. Spender selbst verwendet zeitweise den Decknamen Raul Bloodworth. Fakt Nummer 12. Den Decknamen Raul Bloodworth verwendet er für seinen Roman namens Take a Chance. Fakt Nummer 13. Wohnhaft war Bloodworth in der 555. Brokerbank Avenue, Apartment 24 in Washington, D.C. Fakt Nummer 14 und somit der letzte Fakt in diesem Video. Einige X-Files-Fans haben den Smoking Man als böse eingestuft und ihn zum Bösewicht gemacht. Serienzeichner Chris Carter hingegen nannte ihn einst den Teufel und produzierte eine gemischte Reaktion unter den Fans. Das waren unsere 14 Fakten über den Krebskandidaten oder auch CGB Spender genannt. Mein Name war Mark Hoxsey, vielen Dank fürs Zusehen, ich bedanke mich sehr und hoffe auf konstruktive Kritik. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr von dem Charakter CGB Spender haltet. Findet ihr ihn böse oder nicht? Findet ihr ihn bewundernswert oder eher mehr abstoßend? Schreibt mir einfach mal eure Meinungen zu dem Charakter in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.